Jetzt komme ich gleich bei Markus an. Der weiß noch nichts von seinem Glück, dass er vielleicht gefilmt wird. Ich suche nämlich schon seit längerem eine halbakustische Gitarre und der Markus eigentlich auch. Und jetzt könnte es natürlich sein, dass wir da was Schönes finden heute. Corona. Ich habe den Menschen schon erzählt, dass wir heute ganz tolle Dinge tun, dass wir in den Baumarkt fahren. Wem hast du das erzählt? Ja, den Menschen, die nachher ein Video gucken, eventuell. Ja, Frau, was machen wir heute? Wir kaufen dir eine Gitarre. Vielleicht. Also wir fahren auf jeden Fall erstmal nach Frankfurt und nach Aschaffenburg und dann gucken wir mal, was wir da in die Finger kriegen. Ja. Unser Problem ist, dass wir einfach zu klein sind. Wir kommen einfach nicht dran. Wir sind wie bei Jump'n'Run, ne? Das ist wie so ein Computerspiel. Wir interessieren uns für diese beiden Gitarren, aber wir kommen nicht dran. Zweiter Stopp auf unserer Gitarrenreise. Gitterpoint, Maintal, Frankfurt. Ja. Yeah. Das ist so als Postgebäude. Ja. Yeah. Aus den 20er Jahren. Altes Gebäude, alte Gitarren. Passt doch. Was immer. Video überwacht. Next up, Guitar Place. Aschaffenburg, meine Heimatstadt. Ja! Nee, hier. Hier geht's rein. Aschaffenburg. Guitar Place. Wir waren unterwegs von Hamburg bis nach Aschaffenburg und haben ganz viele ES335 Modelle ausprobiert. Ich glaube, ich habe über 20 Modelle gespielt, von Custom Shop, Reissues und am Ende die Murphy Lab Modelle, die wir dann am Ende irgendwie auch am besten fanden. Und die Murphy Lab Modelle, das sind Gitarren, die
geaged werden. Also die werden ein bisschen auf alt gemacht. Aber ich bin eigentlich gar nicht so der Fan davon, denn man bezahlt natürlich viel Geld dafür, dass jemand auf der Gitarre rumklopft. Aber es ist so, dass die Gitarren nicht nur äußerlich verändert werden, sondern das Holz wird auch verändert. Soweit ich das weiß und ich habe so ein bisschen gelesen, wird das stark erhitzt und dann wieder kalt gemacht und so weiter. Also es macht verschiedene Temperaturwelten durch. Der Lack platzt dann so ein bisschen auf und es passieren halt Sachen, die bei einer Gitarre auch über die Jahre passieren. Und man merkt das natürlich am Klang, denn das Holz verändert sich. Also ich bin kein totaler Vintage-Freak. Für mich muss sich eine Gitarre einfach gut anfühlen. Ich muss die in die Hand nehmen und es muss irgendwie sich mit mir, mit meinem Style und mit dem, was ich mag, gut verbinden. Kann man auch, man kann auch eine neue Gitarre kaufen und die kann genau dasselbe bewirken. Also ich bin jetzt da relativ offen, Hauptsache das Instrument funktioniert für mich. Aber bei der Gitarre habe ich wirklich gemerkt, okay, das ist wirklich ein krasser Unterschied zu den anderen. Die sind wirklich sehr gut und es macht wirklich total Spaß. Also probiert es mal aus, denn bevor ihr 50.000 Euro ausgibt für eine richtig alte ES335, checkt die Murphy Lab Modelle. Ich kann es wirklich empfehlen, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, darauf zu spielen. Und es gibt Les Pauls von Murphy Lab, es gibt, glaube ich, fast die ganze Gibson-Serie als geagte Murphy Lab-Version. Check das mal aus und ich kann nur sagen, es macht super viel Spaß und versucht vor allen Dingen mal mehrere auszuprobieren. Die klingen alle ein bisschen anders, das ging mir nämlich auch so. Ich habe wirklich 5 Modelle ausprobiert und jede klang ein bisschen anders. Und am Ende habe ich eine mitgenommen, die mir wirklich gut gefallen hat. Und das ist diese Light-Edged-Version. Viel Spaß beim Ausprobieren und ich hoffe, das hat euch so ein bisschen geholfen hier mit den Luxusproblemen, die wir hier so haben. Aber wie gesagt, es ist natürlich schon Geld, das man da in die Hand nimmt und da sollte man lieber mal ein bisschen mehr Zeit investieren, damit man auch wirklich sicher ist, dass das Instrument am Ende auch wirklich so klingt, wie man sich das erhofft hat. Viel Spaß beim Ausprobieren und geht mal zum Guitar Place, da gibt es noch einige. In Maintal habe ich einige ausprobiert, im Guitar Point gab es auch welche, hier in der Gegend Frankfurt, Mannheim und wenn ihr in Hamburg seid, natürlich Number One und so weiter. Und es gibt noch 100 andere Geschäfte, wo es die Gitarren gibt, aber da seid ihr auf jeden Fall gut aufgehoben. Also viel Spaß beim Checken und tschüss.